Die Spinne ist weg. Ich habe die ganz normale Stoffe. Keine Seide dabei. Keine Seide dabei. Hallo. Ni hao. Ich habe etwas Seide aufgetrieben. Shishi. Reicht aber noch nicht für Ballon. Brauche mehr. Ich gehe da mal. Zai Chian. So bin ich jetzt den Umhang los, ja. Also ich brauche mehr Seide. Der wird nichts mehr haben für mich. Können wir mal mit ihm reden. Guten Tag, Sir. Hallo. Ich gehe dann. Ich wüsste auch nicht was. Hallo, Pat. Hallo. Ich gehe dann mal. Mit den Ikonen habe ich noch nicht viel anfangen können. Hallo? Ein geflochtenes Gitter. Dahinter sitzt... Normalerweise der Priester. Also hier... Irgendwann muss ich sie hier noch beichten oder sowas, aber... Im Moment... Halt! Da kannst... Da ist... Ins Beinhaus kann ich mal gehen. Also ich habe noch mindestens 3 Locations, wo ich rein kann. Und zwar die... Da komme ich so nicht dran. Das war die 2 Räume in der Kirche und also Brettas Zimmer und natürlich der andere Raum, wo Baustelle ist angeblich. Und die Polizeistation. Ist das jetzt alles richtig eingestellt, oder? Ich weiß nicht. Kann mich nicht erinnern. Passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, wie das eingestellt sein muss. Ein Grabmal. Den Aussätzigen, die für das Königreich der Himmel auf Erden den Tod und die Engelsflamme fanden. Dafür also die Neck... Engels? Kein Plan. Also sagt mir jetzt noch gar nichts, wie ich hier wieder reinkäme. Beiwasser machen, weiß ich auch nicht. Ich kann höchstens ein bisschen Weihwasser abfüllen in die Flasche, aber das wollte er vorhin, glaube ich, auch nicht machen. Das klappt so nicht. Er läuft zumindest hin. So sollte ich das machen? Ja, ein bisschen Weihwasser mit rumtragen kann manchmal ganz hilfreich sein, denke ich. Auf dem Friedhof war ich auch noch nicht richtig. Ich denke mal, da komme ich vielleicht auch noch hin. Hallo?
Hallo, Reisender. Ich geh da mal. Hallo. Hallo, schön. Was gibt? Immer das Gleiche. Ich geh da. Ich will die Flasche haben. Flasche ist reserviert, aber für wen erzählt es einem noch nicht? Im Moment kann ich hier noch nicht viel machen. Friedhof. Ja, da habe ich aber auch jetzt keine spannenden Sachen. Ob ich jetzt hier beim Friedhofswärter noch irgendwas erreichen könnte, denke ich. Bücherei. Hier können wir mal mit Marla sprechen. Hallo Marla. Hallo Talorin. Wie kann ich dir helfen? Ich gehe da mal. Lampe zurück. Ich wüsste nicht für was. Zur Polizei darf ich nicht rein. Da sollte ich lieber. Oh, da gibt es noch ganz verschiedene Bücher. Von Aristoteles. 20 Farbtafeln. Puh, das ist ein ganz schöner Brocken. Legenda Aurea von Jacobus de Vorage. Hey, das kenne ich. Da stehen Märtyrergeschichten drin. Wieso wundert mich das nicht? Das sind ja tolle Gute-Nacht-Geschichten. Legenda Aurea. Ja, das habe ich schon. Der Titel ist Flaggel. Das verlorene Paradies von John Milton. Reiseerinnerungen eines sentimentalen Dinosauriers. Band 24. Hey, das klemmt fest. Ich organisiere gerade noch die anderen Bände. Bis dahin ist es ein Bestandsexemplar. Der Titel ist Das fünfte Seiende. Existenz jenseits der vier Elemente. Kein Autor. Komisch. Und hier ist ein Symbol abgebildet. Sieht aus wie zwei Dreiecke übereinander. Das ist ein Hexagramm. Hexagramm. Kann für ganz verschiedene Dinge stehen. Die 13,5 Leben des Namenlosen. Fass das lieber nicht an. Manche Bücher bleiben lieber ungelesen. Also ich brauche wahrscheinlich eins von den anderen Büchern. Ars Avunculo Gratulationis. Die Kunst der Onkel-Beglückwünschung. Die Seiten kleben leider zusammen. Ja, ein Malheur. Sumerische Literatur, eine Einführung. Von Vince Clortho. Hier steht, jede Materie ist durch eine passive und eine aktive Urqualität zu klassifizieren. Die passiven Qualitäten sind kalt und warm, die aktiven feucht und trocken. Die Kombination einer passiven und einer aktiven Qualität ergibt ein Element. Trocken und kalt ist die Erde, trocken und warm das Feuer, feucht und warm die Luft, feucht und kalt das Wasser. Und weil Warmes aufsteigt und Kaltes niedergeht, zeigt das Symbol des Warmen nach oben, das Symbol des Kalten aber nach unten. Hm, hier sind so komische Symbole abgebildet. So Dreiecke. Mal so rum und mal so rum. Und durch manche ist so ein Strich gezogen. Ob ich das für irgendwas brauchen kann? Im Moment sehe ich den Anwendungsbereich noch nicht. Und siehe, sie führten auch den Apostel Petrus zum Kreuz, um ihn zu martern und schröcklich zu quälen. Als dieser aber zum Kreuze kam, sprach er, Christus, der vom Himmel auf die Erde kam, ward am aufrechten Kreuze erhöht. Ich aber bin gewürdigt, von der Erde zu kommen, nach dem Himmel. Darum soll mein Haupt nach der Erde weisen und meine Füße nach dem Himmel.
Also, da ich unwürdig bin, am Kreuze zu hängen, wie mein Herr ist gehangen, so kehret das Kreuz um und kreuziget mich, das Haupt nach unten. Da wendeten sie das Kreuz und hefteten seine Füße nach oben und seine Hände nach unten. Das Volk aber war zornig und wollte den Apostel befreien. Der aber bat sie, dass sie seine Martern nicht möchten hindern. Der Herr aber öffnete die Augen derer, die da weinten, und sie sahen Engel mit Kränzen von Rosen und Lilien bei Petro am Kreuze stehen. Standet ihr mit Rosen und Lilien am Kreuz? Ich stand nicht mit Rosen und Lilien am Kreuz. Der Titel ist Habe ich schon gelesen. Das Verlorene. Haben das schon gelesen? Sprich, wer verführte sie zu dieser Schuld? Der Höllendrache, jener, dessen List von Rach und Neid erregt, die Menschen zu einer Zeit betrog, als ihn Stolz herab vom Himmel stürzte, samt der rebellischen Engelschar, mit deren Hilfe er glorreich seinesgleich Gott sich gleich zu stellen trachtete, da er sich durch Widerstand und Ehrsucht voll verruchten Krieg im Himmel gegen Gottes und stolzen Kampf entfachte. War eine harte Zeit. Pack das bitte, das bringt schlecht. Der Titel ist kein Autor. Habe ich schon gelesen. Das ist ein Hexer. Sollen wir das mal mitnehmen? Darf ich mir dieses Buch mal ausleihen? Dann bleibt das andere aber hier. Und Wiedersehen macht Freude. Der Titel ist Das fünfte Seiende. Kein Autor. Und hier ist ein Symbol abgebildet. Das ist ein Hexagramm. Also bis jetzt weiß ich noch nicht genau, wo ich die einsetzen soll, das Buch. Ich habe niemanden mehr, dem ich was vorlesen darf. Also wo das direkt als Option kommt. Ich kann nicht Karim was vorlesen, aber ich glaube nicht. Hallo Karim, sei gegangen. Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Ach so, jetzt kann ich wieder ablenken. Aber... Hey, Fendi. Okay, ich meine in die Richtung. Ein Fluss voll. Vielleicht kann ich hier einfach Wasser abfüllen. Vielleicht kann ich es brauchen. Zumindest läuft er hin. Was es wirklich macht, ist die andere Frage. Wieso sollte ich das machen? Nee, er will kein Wasser in die Flasche haben. Kann man doch wieder ausleeren, wenn man es nicht braucht. Aber vielleicht kann man es brauchen. Der Bär ist weg. Und er spricht wahrscheinlich immer noch nicht mit mir. Sieht so aus. Vielleicht schläft er. Ich kann ihn aufwecken. Ich habe noch keine Verwendung fürs Bambusrohr. Die Maus auf. Das kann ich hier nicht antun. Da kann ich mit. Ich würde ja schon zu gern wissen, was hier in der Scheune drin ist. Hallo Bill. Hallo Talorel. Ich geh da mal. Du kannst mir nicht helfen. Der Schlüssel von Petrus. Den ich einfach mal nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Petrus mit mir unterhalten will. Bill wird keine Seide haben. Gehe ich mal schwer davon aus. Nein. Ripperta, bin ich immer so super.
So, jetzt bin ich ja wieder eine Weile unnötig hin und her gerannt. Tatsächlich weiß ich gerade nicht weiter. Ich lasse mir das alles nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen. Vielleicht habe ich noch eine Idee. Und spiele dann beim nächsten Mal weiter. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.